Also ich habe jetzt da dran genippt. Du kannst den ganzen Rest da von der Seite gerne bei dir reingekippt haben. Magst du nicht? Nee, ich finde das ganz gräuslich. Ich finde das lecker. Gut, ich mag dafür Käse. Hallo, herzlich willkommen auf eigentlich meinem Kanal. Irenes Boxenwelt und mehr. Aber langsam unser, beziehungsweise ich übernehme immer mehr und mehr und mehr. Ja. Deswegen, eigentlich brauchst du nie mehr sagen, nein, das höre ich ja zu gerne, aber theoretisch brauchst du nicht sagen, VIP Special Guest, weil genau. Ich bin das, also Irenes Boxenwelt und ich bin das Meer. Ja, du bist das Meer. Ja, also falls ihr euch wundern solltet, wir haben es ja angekündigt, wir haben, wer weiß wie viele Videos jetzt im Moment zusammen. Entweder ihr freut euch drüber oder ihr müsst durch. Irgendwann gibt es auch wieder mich dann mal alleine, spätestens bei irgendeinem Food Hall oder wenn irgendeine Beautybox kommt. Aber jetzt, heute so und auch die ganzen anderen Male jetzt, war es halt anders. Ja, und was haben wir denn heute? Ja genau, ich habe die Vernasche, die Welt, die Snackbox und zwar die Thailand-Box. Ihr erinnert euch vielleicht an dieses vermaddelte, darf ich das überhaupt sagen, an dieses nicht so schöne Dreierbundle. Von Vernasche die Welt, was es ja im Zuge dieser Adventskalenderaktion gab. Und ich muss euch sagen, ganz viele haben mich angeschrieben. Die haben entweder dreimal Kolumbien, dreimal Spanien, dreimal Thailand. Also es ist uns allen so ergangen. Angeblich laut Vernasche die Welt haben wir wohl alle in einer Klatsche und haben das alle nicht gesehen. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht mehr sagen. Ich möchte mich nicht wieder aufregen. Ich habe die anderen beiden Boxen gut verteilt. Und ihr habt euch ja mehrheitlich gewünscht, dass wir diese Box, also ich diese Box bitte auch wirklich in eurem Beisein probieren soll. Ihr liebt das ja irgendwie, wie ich dann immer futtere. Und ja, Genie muss dann mitfuttern, einfach aus dem Grunde. Wir haben ja schon mal zusammen eine Thailand-Box von meinen beiden Jungs, von Marc und Maurice, bekommen. Außer da ist nicht so viel Käse drin. Das kann ich dir nicht versprechen. So, und dementsprechend machen wir jetzt halt die auch auf und da muss Genie bei sein, weil es halt Thailand ist. So. Also, ne, für diejenigen, die dieses Bundle nicht gesehen haben sollten, ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr das Video verpasst habt. Da könnt ihr höchstens sehen, wie ich mich ärgere. Aber der Inhalt ist dann der gleiche. Ne? Also, die schöne Postkarte von Thailand. Das ist ja eigentlich auch alles toll gemacht. Ne? Nur ich muss sagen, wenn man dreimal Kolumbien, dreimal Spanien, dreimal Thailand verteilen kann, hätte man auch direkt ein Dreierbundle daraus machen können. Ja, hätte sich kein Mensch aufgeregt. So, ich sehe im Moment auf den ersten Blick nichts mehr mit Käse. Falls jemand sagt, du weißt doch, was drin ist, Leute, das habe ich nicht mehr gemerkt. Wenn ich mich so aufrege, gehen Synapsen auf Vergesslichkeitsmodus, um mich zu schützen. Auf jeden Fall haben wir was mit Grilled Chicken und Sumtum-Flour. Keine Ahnung, was Sumtum-Flour. Wollen wir vielleicht auch gar nicht wissen. Flavor, nicht Flour. Aber, ach so, ich dachte schon. Aber Sumtum. Was ist denn Sumtum? Aber auf jeden Fall Chicken. Das erinnert mich an den einen, wo wir die Chicken und was so scharf war ein bisschen. Ja, und ich versuche gerade rauszufinden, ob hier irgendwo was denn da drauf steht an Übersetzung. Ja. Wir können ja mal gucken, ob wir was finden und dann blenden wir dann später ein. Ja, jetzt können wir erstmal essen. Sumtum ist. Du hast doch Hunger, hast du gesagt. Ja. Achso, falls ihr parallel dazu irgendwas knuspern, knabbern hört, da unten liegt Trude. Ja. Könnte ich eigentlich ein Foto davon machen, aber jetzt haben wir gerade die Kamera eingestellt. Guck, wir knabbern auch. Du hast Hunger, ne? Mhm. Mhm. Ich finde den Geschmack gar nicht schlecht. Ja, beim zweiten Bissen. Beim ersten. So oder ein Streb? Ne, so. Ja, ohne das Höschen. Trude! Kannst du aber gerne haben, ist nicht meins. Was auch immer das für ein Geschmack ist. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich mach mal Pause, ich will wissen, was das ist. Also, es gibt ja immer extra diesen Beipackzettel wie beim Medikament. Das Heftchen. Das Heftchen, wo ihr dann seht, was für Produkte ihr habt. Weil wir nämlich geguckt haben, wir wollten erst googeln und dann haben wir gedacht, da ist doch was drin. Also, was wir gerade probiert haben, die von Lay's, das sind, jetzt bin ich schon wieder falsch, das sind gegrilltes Hühnerfleisch und Papayasalat. Also Sumtum ist ein Papayasalat. Ein gestampfter, ne? Ein gestampfter Papayasalat. Und Lay's hat diese beliebte Kombination in Form eines Kartoffelchips auf den Markt gebracht. Tada. So, das nennt sich auch, Sumtum nennt sich auch Papaya Pok Pok. Pok, pok, pok,
So, also ich habe jetzt hier als nächstes ein Mini-Pineapple, also Mini-Ananas. Ich muss jetzt nicht probieren, was sagst du? Nee. Was sagt das Heftchen? Wahrscheinlich ein Keks mit einer Ananasfüllung. Ja. Entdecke den exotischen Geschmack von Ananasmarmelade inmitten zweier knuspriger Kekse. Ja. Und ich mag keine Marmelade, also alle Kekse mit Marmelade nicht, deswegen, also ich bin da raus. Na, ich schon, aber ich habe jetzt gerade keine Lust auf Ananas. Gut. Und die ist noch bis 2024, deswegen. Ja. Dann habe ich hier was rausgezogen, das haben wir, da müssen wir jetzt gleich die Gläser haben. Und zwar ist das Gummi Gummi Korean Peach. Ihr stille deinen Durst mit mal, da sind so Stücke diesem köstlichen Getränk. Es schmeckt herrlich nach weißen Trauben, koreanischem Pfirsich und Kokosnuss. Das ist ja eine Mischung. Blop, 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 blop. Das sehen die, glaube ich, eher in deinem Glas. Also sieht schon komisch aus. Wenn du das so aufmachen würdest, würdest du denken? Da sind auf jeden Fall, sind da, ich weiß nicht, sieht man das? Auf jeden Fall sind da Stückchen drin. Ja. Ja, hier sieht man es ja auch. Ne? Da sieht man es jetzt sehr gut. Das guck sind Pfirsichstückchen. Ach, ich hätte gedacht, damit drauf wäre. Ne? Mhm. Das ist Pfirsichgummi. Dieses, deswegen Gummi-Gummi. Kannst du dich noch an dem, was wir gekriegt haben, von deinen, also von den beiden Jungs, diese Wassermelonen Sponge Also schmeckt nicht schlecht, aber ich finde es gewöhnungsbedürftig, wenn du trinkst und hast plötzlich dann solche Gummiteile in deiner Klappe. Und das schmeckt gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass weiße Trauben und Kokos, obwohl die Kokosnuss schmecke ich hier nicht raus. Da ist Kokosnuss drin, ne? Da ist Kokosnuss. Ne, auf gar weiße keinen Fall. Weiße Trauben, koreanischen Pfirsich und Kokosnuss. Auf gar keinen Fall. Ich schmecke hier keinen Kokosnuss. Aber raus. Komischerweise in der Abbildung, wo ist denn da die Kokosnuss? Da ist der Pfirsich, das ist der Apfel oder was soll das sein? Trauben? Ja, da ist die Traube und da ist der Kokosnuss, oder? Aha. Kokosnuss ist eigentlich braun. So. Ich möchte jetzt eigentlich irgendwann haben, was nochmal lecker ist. Was habe ich denn hier? Ach, da ist wieder diese Manga-Figur da. Doraemon Grape and Apple. Da habe ich ja damals schon gesagt, da seht ihr, da sind so unterschiedliche Farben drin. Ich mache mal eben auf. Schere. Ich komme mal eben zu euch. Nicht erschrecken. Yep. Leckere Fruchtgummi in den Geschmacksrichtungen Traube und Apfel. Ach, nur zwei? Ich dachte, da sind mehr drin. Mhm. Guck mal, gut, wenn man mit einer Schere aufschreiben kann. Ist aus der japanischen Manga- und Anime-Serie. Dann nehmt ihr mal ein Grün und Rot. Oder du, genau, du nimmst Rot, ich nehme Grün und ihr seht das hier so drin, ne? Da. Geruchsmäßig nichts. Ja. Das ist mal kein Käsegeruch. Was hat denn so geschmeckt? Apfel? Apfel und Traube. Also ich hatte Traube. Ich habe Apfel, das schmeckt mir auch. Hm? Ja, schmeckt gut. Oh, Cream Colon. Sieht man das? Das ist aber so schief. Und zwar, die kleinen mundgerechten Biskuitrollen von Colon sind mit fluffiger, süßer Sahne gefüllt. Perfekt zum Snacken für unterwegs. Ich habe jetzt gerade überhaupt nur so was neben hier, ne? Mhm. Ich habe gedacht, wir hätten sowas gehabt. Da werden komische Eistüte, die wir... Mhm. Na, das Problem ist, mir kommt es immer so bekannt vor, wie gesagt, ich sehe die Gesichter jetzt wieder. Ich bin mal gespannt, ne? Ob wir die auch dann gleich da drin haben, weil ich das halt schon ausgepackt hatte. Die macht hier gerade eine Operation am offenen Herzen irgendwie. Ja, weil ich es nicht aufgekriegt habe, obwohl hier offen steht. Aber... Bei die Hände drunter. Oh, da ist was zerbrochen. Ja. Kannst du mir mal einen Sand drauf geben? So, hast du irgendwelche Gesichter? Nein, ne? Nein, natürlich nicht. Ach, das ist ja total enttäuschend. Was ist das für eine blöde Nummer? Also sorry, wer auch immer das herstellt. Wenn ihr solche tollen Gesichter hier drauf abbildet, erwarte ich die auch da drin. Fehlt irgendwie die Tiefe von diesem Geschmack. Also ich erkläre es mir so. Am Anfang denkt ihr, lecker. Mhm. Dann setzt aber so ein komischer Eigengeschmack ein. Und dann habt ihr das, als wenn ihr nur noch Zuckerklümpchen esst.
Und dann besonders ist die nicht so fluffig. Und dann kommt irgendwann dieser Teig. Also meins ist nicht, also nochmal wieder eins, was du mitnehmen kannst. Gini, für dich lohnt sich das immer, wenn wir diese Boxen probieren. Das ist immer wahnsinnig viel zu essen. Ich merke das schon. Ja, bitte. Such aus. Such, such. Lauf. Boah, und hier ist wieder zu trinken. Das nehmen wir zum Schluss. Oh, das hatten wir schon. Ich habe sehr gequetscht. Ich entdecke gerade hier ein paar Sachen, die wir schon hatten. Jetzt nehmen wir dieses, ganz offensichtlich, Chicken Steak. Die haben alles mit Black Pepper Soße. Das könnte wieder scharf werden. Leckere Weizengräbka mit dem Geschmack von Hähnchensteak mit schwarzer Pfeffersoße. Also mit Gerüchen haben sie es in Thailand. Nee. Aber da war jetzt gar nicht so schlimm, ne? Doch, den fand ich auch nicht so angenehm. Nee, also den finde ich gut. Weil mir schon. Oh. Der ist stark. Aber diesmal kein Käse. Warum nehme ich so ein großes Stück überhaupt? Weil ich so ein kleines nehme. Na, bestimmt ist es meins. Geht aber. Ich merke von dem starken Pferd. Aber auch gerade nichts. Nee. Ich muss jetzt auch von dem abgebrochenen haben können. Nee, das habe ich dir bestellt, das kannst du auch noch mal essen möchtest. Nee, das finde ich okay. Also ich persönlich finde die hier besser. Ja, dann behalte ich die. Juhu, ja, ich habe was. Ich habe was Kleines. Tick-tack. Aber die kennen wir doch, ne? Die hattest du doch schon mal öfter, oder? Mann, ja. Fusen No Mi Mixed Food. Genieße diese süßen kleinen Kaugummikugeln in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Lili. Die sind garantiert so gut, dass du damit im Nu eine Kaugummiblase machen kannst. Genau, die lassen wir aber zu. Aber halt Kaugummiblasen, etwa sei denn du willst jetzt eine Kaugummiblase. Ja, mach mal. Was hat er? Ich habe hier den. Ach, das kommt mir aber jetzt wirklich bekannt vor. Dein Caprico. Genau, Chocolate Flavor. Eis, das nicht schmilzt. Thailand macht's möglich. Genieße die perfekte Kombination aus einer knusprigen Waffe und luftig leichter Schokolade. Ist das, wie wir, das ist nicht so. Wie wir machen mussten aus der Tüte, weißt du noch? Ist das hart? Das ist hart. Also wie breche ich das jetzt für uns beide denn durch? Moment, ich hole mal ein Messerschneid. Also, so schaut es dann aus. Ne? Ich kann mal so nehmen. Tüte. Also das ist irgendwie so, als wenn es ein harter. Nehmen wir an mit Waffe. Also, wir tauschen mal. Du nimmst jetzt mal da mit Waffel und ich nehme jetzt mal dafür hier mit dem Innenleben. Achso, was machst du jetzt? So, wolltest du die Waffel jetzt nicht? Hab ich noch. Oh, wie nennt sich das? Wir haben doch bei uns diese Schokolade, die Luftschokolade. Mhm. So schmeckt das. Luflé? Ja, wie so ein Loufflé, nur mit Waffelteig. Genießen wir nachher. Ja. Oh, aber schön schokoladig danach, ne? Da bin ich mir da dran? Ja. Hatte ich das jetzt nicht rausgesucht? Nein, das habe ich rausgesucht. Nee, hast du. Nee, eben. Egal. Wir packen einfach irgendwo, oh, was ist das denn? Sticko. Sticko, es heißt Sticko Fingers. Sticko-Finger. Die knusprigen Waffelstäbchen sind mit einer zarten Vanillecreme gefüllt. Ist das jetzt echt Stinkefinger übersetzt? Diese Köstlichkeit ist nicht nur bei Kindern der Hit. Leute, das ist in Thailand ein Jumbo-Pack. Aber dann hatten wir doch schon bei den Jungs uns geschickt hatten, wo wir da bei den Carbonara-Lays. Helf mir nochmal. Die wir ganz am Schluss, die Carbonara-Style. Die waren lecker. Die schauen gut aus. Ich habe zwar die ganze Tüte ruiniert, aber das ist egal. Bitte, so schauen die aus. Wieso ist ein Jumbo? Ein Stinkefinger. Ein Jumbo-Pack. Milch? Vanille kommt nach. Sehr süß. Aber kein unangenehmes Süß, sondern die sind lecker. Ja. Die sind nicht so süß. Die können wir nachher. Die können wir nachher ein bisschen, ja. Genau. So, du bist wieder dran. Da ich weiß, wie die schmecken, nehmen wir die. Von Pocky. Hat man, glaube ich, aber auch schon mal. Summer Paradise Pocky Biscuits. Der Sommer kommt und Ezaki Glico feiert dies mit der Einführung von Pocky Summer Paradise.
Diese limitierte Keksstange ist mit einer Creme aus Pfirsich, Litschi und Holunderblütengeschmack überzogen. Sollen wir aufmachen oder zulassen? Also, weiß ich nicht. Entscheide du. Ich würde sie für dich behalten, wenn du möchtest. Wenn du möchtest, machen wir sie auf. Du hast Hunger, oder? Ja, aber ich habe ja noch, ein halbes Eis. Ich habe noch diese hier. Dann lassen wir die zu, weil die können wir auf jeden Fall aufmachen. Die kennen wir ja beide. Ja. Ne? So. Da habe ich doch so verzweifelt versucht rauszufinden, dass das ein Folienkartoffel ist. Ich kam noch nicht auf das Wort. Wir hatten auch übrigens gerade etwas festgestellt, das wir euch wohl noch nicht vorenthalten wollen. Und zwar, dass nämlich seit dem 23.09.23 die hier nämlich abgelaufen waren. Was ist mit denen? Nee, die nicht, die sind auch noch gut. Ach, die sind auch noch gut. Und die Bretts auch? Ja, ja, das ist alles gut. Die sind alle bis 24. Das war also tatsächlich nur der eine jetzt hier. Beim Getränk haben wir auch nicht drauf geachtet, aber ich denke mal. Da sehe ich gerade da oben. Ja, das ist aber auch 24. Also alles gut. Das war das Einzige. So, also wir kennen die, aber ich habe die jetzt mal rausgenommen, weil die fand ich lecker. Ne? Also laut Produktbeschreibung ist es mit ihrem leicht salzigen Geschmack und ihrer knusprigen Textur aus echten Kartoffeln. Echt? Sind sie ein wahrer Genuss für alle Sinne. Mhm. Ich finde die lecker, habe ich ja letztens schon gesagt. Mhm. Da hattest du dich für den anderen entschieden, ich hatte mich für das entschieden. Ja. So. Jetzt haben wir das letzte Teil. Mhm. Ja, kannst du auch rein? Ne? Achso, soll ich rausnehmen. Diesmal kein Fluffy oder so noch mit drin. Gelee, Beauty, L-Quarantin plus Vitamin C Litchi. Das beliebteste Gelee-Getränk Südostasiens befindet sich in deiner Box. Gelee Boti mit Litchi-Geschmack ist vollgepackt mit Vitaminen und Nährstoffen und somit ein leckerer Genuss für die ganze Familie. Also wenn tatsächlich, ja, wenn tatsächlich das gesamte Ding nur 25 Kalorien hat, wäre ja nicht schlecht. So, ich schütte jetzt erst bei dir was rein, weil mein Glas ist noch voll. Und dann schütte ich einen Teil bei dir rein und ich trinke da draus. Ah, ich muss erst noch... Ja, ja. Du musst erst vier schlucken. Ich muss erst den Pfirsich noch kauen. Mal gucken, wie viel Pfirsich hier drin. Soll ich dann doch noch ein anderes Glas holen? Möchte dich ja jetzt nicht so mit Vitaminen zuballern, dass es dir danach schlecht geht. So. Also die Geräusche der Danke sind etwas unanständig. Gelee hätte ich mir jetzt etwas fester vorgestellt. Ja, wahrscheinlich ist der ganze Gelee jetzt da drin. Vielleicht hätte man das noch. Probier mal, ob du es beim Trinken merkst. Also ich habe Gelee-Stückchen drin. Nimm doch noch mal ein Glas. Aber ich kriege Kilometergeld, ne? Aber elendig süß. Mhm. Was soll ich euch jetzt sagen? Mir war so einiges gerade am Tisch gefallen und ich sage, wo ist es denn hin? Da sagt sie, habe ich Trude gegeben. Ich sage, der arme Hund. Daraufhin sagt sie, nee, dem Hund hat es geschmeckt. So, wir müssen jetzt auch. Nee, das ist doch. Nein, das ist mein Glas. Da ist dein Glas. Oder hast du jetzt schon draus getrunken? Nein. Steht dick und fett Irene drauf. So, also. Könnt ihr das jetzt so sehen? Also es ist wirklich nicht unbedingt appetitlich vom Aussehen her. Sehr, da seht ihr es, ne? Sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist Gelee-artig. Aber ich finde es lecker. Ich finde es richtig lecker. Also ich habe jetzt da dran genippt. Du kannst den ganzen Rest da von der Seite gerne bei dir reingekippt haben. Magst du nicht? Nee, ich finde das ganz gräuslich. Ich finde das lecker. Gut, ich mag dafür Käse. Ja, Leute. Also, jetzt rieche ich wieder mit vollem Mund. Du Mut. Ja, das war die Vernasche, die Weltbox. Wie viele Sachen hatten wir denn? Also, wir haben 1, 2, 3, 4. Wie viele Getränke? 6, 7, 8, 9, 10, 11 Teile, denke ich, wenn ich richtig gucke. Warum zähle ich ein paar nach? Ja, aber 12 müssten wir haben. Haben wir irgendwas vergessen? Nö. Nö, wir hatten alles. Doch, warte mal, was ist das denn?
Nee, das ist dieses Clipper. Ach, das Clipper, die man. 1, 2, 3, 4, die Brezel 5, das Ding 6, die Apfel 7, 8, das Getränk hatte ich vergessen. 9, 10, 11, 12. Ja. 12 Sachen hatten wir drin. Und ich muss schon sagen, da waren welche bei, die sogar lecker sind. Ja. Ne? Also eigentlich alles, was ich jetzt hier probiert habe, war lecker. Wir hatten schon schlimmere Boxen. Ja. Das stimmt. So mit ganz viel Käsegeschmack. Wo gar kein Käse vielleicht drin war, aber trotzdem alles nach Käse. Ich fand's mega. So, genau. So, weil jetzt, so, wir sagen an der Stelle Tschüss, weil wir haben jetzt noch den Advent-Adventskalender, den wir abdrehen müssen, ne? Und noch aufgebraucht und noch ein Horn. Ach Gott, ja, das aufgebraucht müssen wir zuerst. Stimmt. Ja. Was, nochmal ein Horn? Ciao! Wir haben doch jetzt schon, Tschüss!